أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Der Befehl Allahs kommt. So sucht ihn nicht zu beschleunigen. Heilig ist er und erhaben über all das, was sie anbeten. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Er sendet die Engel hernieder mit der Offenbarung nach seinem Gebot zu wem er will von seinen Dienern. Er mahnet die Menschen, dass es keinen Gott gibt außer mir. Darum nehmt mich zum Beschützer. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Er hat die Himmel und die Erde erschaffen in Weisheit. Erhaben ist er über all das, was sie anbeten. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Er hat den Menschen aus einem Tropfen erschaffen. Doch siehe, nun ist er ein offener Krittler. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Und das Vieh hat erschaffen. Ihr habt an ihm Wärme und andere Nutzen, und einiges davon esset ihr. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Und es ist Schönheit darin für euch, wenn ihr es abends eintreibt und morgens austreibt auf die Weide. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ. Sie, die Tiere, tragen eure Lasten in ein Land, das ihr nicht erreichen könntet, es sei denn mit großer Mühsal für euch selbst. Wahrlich, euer Herr ist gütig, barmherzig. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Und erschaffen hat er Pferde und Maultiere und Esel, dass ihr auf ihnen reiten möchtet und als Schmuck. Und er wird erschaffen, was ihr noch nicht kennt. Und
ولو شاء لهداكم أجمعين. Bei Allah steht die Weisung des Weges. Es gibt solche, die abweichen von der rechten Bahn. Und hätte er seinen Willen erzwungen, er hätte euch allen den Weg gewiesen. لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. Er ist es, der Wasser aus den Wolken herniedersendet. Davon habt ihr Trank, und davon wachsen die Bäume, von denen ihr euer Vieh fressen lasst. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْعَنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Damit lässt er Korn sprießen für euch und den Ölbaum und die Dattelpalme und die Trauben und Früchte aller Art. Fürwahr, darin ist ein Zeichen für nachdenkende Leute. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Und er hat für euch die Nacht und den Tag dienstbar gemacht und die Sonne und den Mond. Und die Sterne sind dienstbar auf sein Geheiß. Fürwahr, darin sind Zeichen für Leute, die von der Vernunft Gebrauch machen. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Und was er auf der Erde für euch erschaffen hat, ist mannigfach an Farben. Fürwahr, darin ist ein Zeichen für Leute, die es beherzigen. كلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Und er ist es, der euch das Meer dienstbar gemacht hat, dass ihr frisches Fleisch daraus essen und Schmuck aus ihm hervorholen möget, den ihr anlegt. Und du siehst die Schiffe es durchpflügen, dass ihr damit reisen möget und suchet seine Huld und dass ihr dankbar seid. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Und er hat feste Berge in der Erde gegründet, dass sie nicht mit euch wanke, und Flüsse und Wege, dass ihr recht gehen möget. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Und andere Wegzeichen durch sie und durch die Gestirne folgen sie der rechten Richtung. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.
ist nun wohl der, der erschafft, dem gleich, der nicht erschafft? Wollt ihr es also nicht beherzigen? Und wenn ihr Allahs Wohltaten aufzählen wolltet, ihr würdet sie nicht berechnen können. Fürwahr, Allah ist allverzeihend, barmherzig. Wallahu ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Und Allah weiß, was ihr verhehlt und was ihr kundtut. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Und jene, die sie statt Allah anrufen, sie schaffen nichts, sind sie doch selbst geschaffen. أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Tot sind sie, nicht lebendig, und sie wissen nicht, wann sie erweckt werden. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Euer Gott ist ein einiger Gott. Und die nicht ans Jenseits glauben, ihre Herzen sind der Wahrheit fremd, und sie sind voller Hoffart. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Unzweifelhaft kennt Allah, was sie verbergen und was sie kundtun. Wahrlich, er liebt nicht die Hoffärtigen. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Und wenn sie gefragt werden, was denkt ihr von dem, was euer Herr niedergesandt hat? Sagen sie, Fabeln der Alten. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Dass sie am Tage der Auferstehung ihre Lasten vollständig tragen mögen und einen Teil der Last derer, die sie ohne Wissen irreführen. Siehe, schlimm ist, was sie tragen. قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Die vor ihnen waren, planten auch Ränke, doch Allah fasste ihren Bau an den Grundmauern, so dass das Dach von oben her auf sie stürzte. Und die Strafe kam über sie, von wannen sie nicht wussten.
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. Dann wird sie am Tage der Auferstehung zu Schanden machen und sprechen: Wo sind nun meine Teilhaber, um deret Willen ihr die Propheten bestrittet? Die mit Erkenntnis Begabten werden sprechen: An diesem Tage wird Schande und Unheil den Ungläubigen. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Denen, die Engel sterben lassen, indes sie wieder sich selbst sündigen und dann also die Unterwerfung anbieten: Wir pflegten ja nichts Böses zu tun. Nein, fürwahr, Allah weiß wohl, was ihr zu tun pflegtet. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. So tretet ein in die Tore der Hölle, darin zu wohnen. Schlimm ist fürwahr die Wohnstatt der Hoffärtigen. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Und wenn zu den Rechtschaffenen gesprochen wird: Was denkt ihr von dem, was euer Herr herabgesandt hat? Sagen sie: Das Beste. Für die, welche Gutes tun, ist Gutes in dieser Welt, und die Wohnstatt des Jenseits ist noch besser. Herrlich fürwahr ist die Wohnstatt der Rechtschaffenen. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Gärten der Ewigkeit, die sie betreten werden, Ströme durchfließen sie, darin werden sie haben, was sie begehren. Also belohnt Allah die Rechtschaffenen. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Sie, die die Engel in Reinheit sterben lassen. Sie sprechen: Friede sei mit euch, tretet ein in den Himmel für das, was ihr zu tun pflegtet. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك
كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Worauf warten Sie denn, wenn nicht, dass die Engel zu Ihnen kommen oder dass der Befehl deines Herrn eintrifft? So taten schon jene, die vor Ihnen waren. Allah war nicht ungerecht gegen sie, jedoch sie waren ungerecht gegen sich selber. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. So ereilte sie die böse Folge ihres Tuns, und das, was sie zu verhöhnen pflegten, umschloss sie von allen Seiten. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا ولا حرمنا من دونه من شيء. Die Götzendiener sprechen: Hätte Allah es so gewollt, wir würden nichts außer ihm angebetet haben, weder wir noch unsere Väter, noch würden wir etwas verboten haben ohne Befehl von ihm. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. So taten schon jene, die vor ihnen waren. Jedoch sind die Gesandten für irgendetwas verantwortlich, außer für die deutliche Verkündigung. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Und in jedem Volke erweckten wir einen Gesandten, der da predigte: Dienet Allah und meidet den Bösen. Dann waren unter ihnen einige, die Allah leitete, und es waren unter ihnen einige, die sich Verderben zuzogen. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. So reiset umher auf der Erde und seht, wie das Ende der Leugner war. Wenn du für sie den rechten Weg begehrst, dann wisse, dass Allah nicht jenen den Weg weist, die andere irreführen. Noch gibt es für sie Helfer. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Sie schwören bei Allah ihre feierlichsten Eide. Allah werde jene nicht auferwecken, die sterben. Nicht doch, ihn bindet ein Versprechen, jedoch die meisten Menschen wissen es nicht. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ.
Er wird sie auferwecken, damit er ihnen das klar mache, worüber sie uneins waren, und damit jene, die ungläubig sind, wissen, dass sie Lügner waren. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Unser Wort zu einem Ding, wenn wir es wollen, ist nur, dass wir zu ihm sprechen, sei und es ist. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Und die ausgewandert sind um Allahs Willen, nachdem sie Unbill erfuhren, ihnen werden wir sicherlich eine schöne Wohnstatt in der Welt geben, und wahrlich, der Lohn des Jenseits ist größer, wüssten sie es nur. Alladhina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Die standhaft sind und auf ihren Herrn vertrauen. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Und vor dir entsandten wir nur Männer, denen wir Offenbarung gegeben. So frage die, welche die Ermahnung besitzen, wenn ihr nicht wisst. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Mit deutlichen Zeichen und Schriften. Und wir haben dir die Ermahnung hinabgesandt, auf dass du den Menschen erklären mögest, was ihnen hinabgesandt ward, und dass sie nachdenken. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَكْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Sind denn jene, die Böses planen, sicher davor, dass Allah sie nicht in die Erde versinken lässt? Oder dass die Strafe nicht über sie kommen wird, von wannen sie nicht wissen? Oder dass er sie nicht ergreift in ihrem Hin und Her, so dass sie nicht imstande sein werden zu obsiegen? أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Oder dass er sie nicht durch allmähliche Vernichtung erfasst. Euer Herr ist fürwahr gütig, barmherzig. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا
عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. Haben Sie denn nicht gesehen, wie die Schatten eines jeden Dings, das Allah schuf, von rechts und von links sich wenden, sich niederwerfen vor Allah, dieweil sie gedemütigt werden? ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Und was in den Himmeln ist und was auf Erden ist an Geschöpfen, unterwirft sich Allah. Also die Engel, und sie betragen sich nicht hoffärtig. Sie fürchten ihren Herrn über ihnen und tun, was ihnen geheißen ist. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. Allah hat gesprochen: Habt nicht zwei Götter, er ist der einige Gott, so fürchtet mich allein. Und sein ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist, und ihm gehört Gehorsam auf immer. Wollt ihr also einen anderen zum Beschützer nehmen als Allah? وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Was ihr Gutes habt, es ist von Allah. Und wenn euch ein Unheil befällt, dann fleht ihr ihn um Hilfe an. Doch wenn er dann das Unheil von euch hinwegnimmt, siehe, da beginnt ein Teil von euch, ihrem Herrn Götter zur Seite zu stellen. Mit dem Ergebnis, dass sie verleugnen, was wir ihnen beschert haben, wohlan, vergnügt euch nur eine Weile. Bald aber werdet ihr es erfahren. Und für die falschen Gottheiten, von denen sie nichts wissen, setzen sie einen Teil beiseite von dem, was wir ihnen beschert haben. Bei Allah, ihr werdet sicherlich zur Rechenschaft gezogen werden für all das, was ihr erdichtet. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. Und sie dichten Allah, heilig ist er, Töchter an, während sie selbst haben, was sie begehren.
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Und wenn einem von ihnen die Nachricht von der Geburt einer Tochter gebracht wird, so verfinstert sich sein Gesicht, indes er den inneren Schmerz unterdrückt. Er verbirgt sich vor den Leuten ob der schlimmen Nachricht, die er erhalten hat. Soll er sie trotz der Schande behalten oder im Staub verscharren? Wahrlich übel ist, wie sie urteilen. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Der Zustand derer, die nicht an das Jenseits glauben, ist übel. Allahs Sein aber ist hoch erhaben und er ist der Allmächtige, der Allweise. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Und wenn Allah die Menschen für ihre Freveln bestrafen wollte, er würde nicht ein einziges Lebewesen darauf auf der Erde lassen. Doch er gewährt ihnen Aufschub bis zu einer bestimmten Zeit. Und wenn ihre Frist um ist, dann können sie auch nicht eine Stunde dahinter zurückbleiben, noch können sie ihr vorauseilen. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. Und sie schreiben Allah zu, was ihnen selbst missliebig ist, und ihre Zungen äußern die Lüge, dass sie das Beste erhalten werden. Zweifellos wird ihnen das Feuer zuteil werden, und darin sollen sie verlassen bleiben. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Bei Allah, wir schickten fürwahr schon Gesandte zu den Völkern vor dir, doch Satan ließ ihnen ihre Werke wohlgefällig erscheinen. So ist er heute ihr Schutzherr, und ihnen wird schmerzliche Strafe.
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Und wir haben dir das Buch nur darum hinabgesandt, auf dass du ihnen das erklären mögest, worüber sie uneinig sind, und als Führung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. Allah hat Wasser vom Himmel herniedergesandt und damit die Erde belebt nach ihrem Tod. Wahrlich, darin ist ein Zeichen für Leute, die hören mögen. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Wahrlich, auch am Vieh habt ihr eine Lehre. Wir geben euch zu trinken von dem, was in ihren Leibern ist, zwischen Kot und Blut in der Mitte, Milch, lauter und angenehm denen, die trinken. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْعِنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Und von den Früchten der Dattelpalme und den Trauben, von denen ihr berauschenden Trank und auch bekömmliche Nahrung zieht, wahrlich, darin ist ein Zeichen für Leute, die vom Verstand Gebrauch machen. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Und dein Herr hat der Biene eingegeben, baue dir Häuser in den Bergen und in den Bäumen und in den Spalieren, die sie errichten. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dann iss von allen Arten an Früchten und folge den Wegen deines Herrn, die dir leicht gemacht. Aus ihren Leibern kommt ein Trank mannigfach an Farbe, darin ist Heilung für die Menschen. Wahrlich, hierin ist ein Zeichen für Leute, die nachdenken. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil umri likayla. مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا
Inna Allah alimun qadir. Allah hat euch erschaffen, dann lässt er euch sterben. Und es gibt manche unter euch, die ins hinfällige Greisenalter getrieben werden, so dass sie nichts wissen, nachdem sie doch Wissen besessen hatten. Wahrlich, Allah ist allwissend, allmächtig. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Und Allah hat einige von euch vor den anderen mit Gaben begünstigt. Und doch wollen die Begünstigten nichts von ihren Gaben denen zurückgeben, die ihre Rechte besitzt, auf dass sie daran gleich beteiligt wären. Wollen sie denn Allahs Huld verleugnen? Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat. Allah gab euch Gattinnen aus euch selbst, und aus euren Gattinnen machte er euch Söhne und Enkel. Und er hat euch versorgt mit Gutem. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Wollen sie da an Nichtiges glauben und Allahs Huld verleugnen? وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Dennoch verehren sie statt Allah solche, die nicht die Macht haben, ihnen irgend Gaben von den Himmeln oder der Erde zu gewähren, noch können sie je solche Macht erlangen. فَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. So präget Allah keine Gleichnisse. Gewiss, Allah weiß und ihr wisset nicht. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. Allah gibt euch das Gleichnis an die Hand von einem Sklaven, einem Leibeigenen, dieweil er über nichts Gewalt hat, und von einem Freien, den wir selbst reichlich versorgt haben. Und er spendet davon im Verborgenen und öffentlich. Sind diese gleich? Alhamdulillah, bal aktharuhum la ya'lamun. Preis sei Allah, doch die meisten von ihnen wissen es nicht.
وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير. Und Allah gibt ein anderes Gleichnis an die Hand von zwei Männern. Der eine von ihnen ist stumm, er hat über nichts Gewalt und ist seinem Herrn eine Last. Wo er ihn auch hinschicken mag, er bringt nichts Gutes. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ Kann dem gleich sein, der Gerechtigkeit gebietet und selbst auf dem geraden Weg ist? ولله غيب السماوات والأرض وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Und Allahs ist das Ungesehene der Himmel und der Erde. Und die Angelegenheit der Stunde ist nur einen Augenblick entfernt. Nein, sie ist noch näher. Gewiss, Allah hat Macht über alle Dinge. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absar. جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Und Allah hat euch aus dem Schoß eurer Mütter hervorgebracht, die, weil ihr nichts wusstet, und gab euch Ohren und Augen und Herzen, auf das ihr dankbar wäret. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Sehen Sie nicht die Vögel, die in Dienstbarkeit gehalten sind im Gewölbe des Himmels? Keiner hält sie zurück, denn Allah, wahrlich, darin sind Zeichen für Leute, die glauben. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Und Allah hat euch in euren Häusern einen Ruheplatz gemacht, und hat euch aus den Häuten der Tiere Wohnungen gemacht, die ihr leicht findet zur Zeit eurer Reise und zur Zeit eures Halts, und aus ihrer Wolle und ihrem Pelz und ihrem Haar Hausbedarf und Gerätschaft für eine Zeit lang.
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. Und Allah hat euch aus dem, was er geschaffen, schattenspendende Dinge gemacht. Und in den Bergen hat er euch Obdachstätten gemacht. Und er hat euch Gewänder gemacht, die euch vor Hitze schützen, und Panzerhemden, die euch schützen in euren Kriegen. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. Also vollendet er seine Gnade an euch, dass ihr ihm ergeben sein möchtet. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Doch wenn sie sich wegkehren, dann bist du für nichts verantwortlich als für die klare Verkündigung. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Sie erkennen Allahs Gnade und sie leugnen sie doch. Und die meisten von ihnen sind verstockte Ungläubige. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Gedenke des Tages, da wir aus jeglichem Volk einen Zeugen erwecken werden. Dann wird denen, die nicht glauben, nicht gestattet werden, wieder gut zu machen. Noch wird ihre Entschuldigung angenommen. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. Und wenn jene, die Unrecht verübten, die Strafe erst tatsächlich sehen, dann wird sie ihnen nicht leicht gemacht werden, noch werden sie Aufschub erlangen. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُ الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. Und wenn die, welche Götter anbeten, ihre Götter sehen werden, so werden sie sagen: Unser Herr, das sind unsere Götter, die wir statt deiner anriefen. Sie darauf werden ihnen die Beschuldigung zurückgeben. Fürwahr, ihr seid Lügner. Und an jenem Tage werden sie Allah Unterwerfung anbieten. Und alles, was sie zu erdichten pflegten, wird sie im Stich lassen. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون.
die nun ungläubig sind und abwendig machen von Allahs Weg, zu deren Strafe werden wir noch Strafe hinzufügen, weil sie verderbt handelten. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Und am Tage, da wir in jeglichem Volk einen Zeugen erwecken würden, wider sie aus ihren eigenen Reihen, wollen wir dich als Zeugen bringen wider diese. Und wir haben dir das Buch herniedergesandt zur Erklärung aller Dinge und als Führung und Barmherzigkeit und frohe Botschaft den Gott Ergebenen. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah gebietet Gerechtigkeit und uneigennützig Gutes zu tun und zu spenden wie den Verwandten, und er verbietet das Schändliche, das offenbar Schlechte und die Übertretung. Er ermahnt euch, auf dass ihr es beherzigt. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Haltet den Bund Allahs, wenn ihr einen Bund geschlossen habt, und brecht nicht die Eide nach ihrer Bekräftigung, habt ihr doch Allah zum Bürgen für euch gemacht. Inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Wahrlich, Allah weiß, was ihr tut. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أو تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. Und seid nicht wie jene, die ihr Garn nach dem Spinnen in Stücke bricht. Ihr macht eure Eide zu einem Mittel des Betrugs untereinander, aus Furcht, ein Volk möchte sonst mächtiger werden als ein anderes. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Allah stellt euch damit nur auf die Probe, und am Tage der Auferstehung wird er euch das klar machen, worüber ihr uneinig wart. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم
تعملون. Und hätte Allah gewollt, er hätte euch sicherlich zu einer einzigen Gemeinde gemacht. Jedoch er lässt den irregehen, der es will, und führt den richtig, der es will. Und ihr werdet gewiss zur Rechenschaft gezogen werden für das, was ihr getan. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Und machet nicht eure Eide zu einem Mittel des Betrugs untereinander. Sonst wird euer Fuß ausgleiten, nachdem er fest aufgetreten, und ihr werdet übel kosten dafür, dass ihr abwendig gemacht habt von Allahs Weg, und euch wird eine strenge Strafe. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. Verhandelt nicht Allahs Bund um einen armseligen Preis. Wahrlich, was bei Allah ist, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Was bei euch ist, vergeht, und was bei Allah ist, besteht. Und wir werden gewisslich denen, die standhaft sind, ihren Lohn bemessen nach dem Besten ihrer Werke. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Wer recht handelt, ob Mann oder Weib, und gläubig ist, dem werden wir gewisslich ein reines Leben gewähren. Und wir werden gewisslich solchen ihren Lohn bemessen nach dem Besten ihrer Werke. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Und wenn du den Koran liest, so suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verworfenen. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Wahrlich, er hat keine Macht über die, welche da glauben und auf ihren Herrn vertrauen. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Seine Macht reicht nur über jene, die mit ihm Freundschaft schließen und die ihm Götter zur Seite stellen. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ
بل أكثرهم لا يعلمون. Und wenn wir ein Zeichen anstelle eines anderen bringen, und Allah weiß am besten, was er offenbart, sagen sie, du bist nur ein Erdichter. Nein, aber die meisten von ihnen wissen es nicht. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Sprich, der Geist der Heiligkeit hat ihn, den Koran, herabgebracht von deinem Herrn mit der Wahrheit, auf dass er die festige, die da glauben, und zu einer Führung und einer frohen Botschaft für die Gottergebenen. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Und wir wissen für wahr, dass sie sagen, wer ihn belehrte, sei nur ein Mensch. Die Sprache dessen jedoch, auf den sie hinweisen, ist eine Fremde, während dies hier Arabisch ist, deutlich und klar. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Die nun nicht an die Zeichen Allahs glauben, denen wird Allah nicht den Weg weisen, und ihnen wird eine schmerzliche Strafe. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Es sind ja nur jene, die nicht an die Zeichen Allahs glauben, die da Falsches erdichten, und sie allein sind die Lügner. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil imani ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. Wer Allah verleugnet, nachdem er geglaubt, den allein ausgenommen, der gezwungen wird, indes sein Herz im Glauben Frieden findet, jene aber, die ihre Brust dem Unglauben öffnen, auf ihnen ist Allahs Zorn, und ihnen wird eine strenge Strafe. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Dies, weil sie das Leben hienieden dem Jenseits vorgezogen und weil Allah das Volk der Ungläubigen nicht leitet. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَبُصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sie sind es, auf deren Herzen und Ohren und Augen Allah ein Siegel gesetzt hat, und sie allein sind die Achtlosen.
La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Zweifellos sind sie es, die im Jenseits die Verlorenen sein werden. Thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Alsdann wird dein Herr jenen, die auswanderten, nachdem sie verfolgt worden waren, und dann hart kämpften für Allah und standhaft blieben, siehe, dein Herr wird hernach gewiss allverzeihend, barmherzig sein. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. An dem Tage, da jede Seele kommen wird für sich selbst zu Rechten, und da jeder Seele voll vergolten wird, was sie getan, und kein Unrecht sollen sie leiden. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah gibt euch das Gleichnis an die Hand von einer Stadt, die Sicherheit und Frieden genoss. Ihre Versorgung kam zu ihr reichhaltig von allen Seiten, doch sie leugnete die Wohltaten Allahs. Darum ließ Allah sie das Gewand des Hungers und der Furcht probieren für das, was sie zu tun pflegten. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Und fürwahr, gekommen ist zu ihnen ein Gesandter aus ihrer Mitte. Sie aber leugneten ihn, da ereilte sie die Strafe, weil sie Frevler waren. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. So esset nun von den erlaubten guten Dingen, womit Allah euch versorgt hat, und seid dankbar für Allahs Huld, wenn er es ist, dem ihr dienet. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Verwehrt hat er euch nur das von selbst Verendete und Blut und Schweinefleisch und das, worüber ein anderer Name als Allahs angerufen wurde. Wer aber durch Not getrieben wird, nicht ungehorsam und das Maß überschreitend,
siehe, dann ist Allah allverzeihend, barmherzig. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Und sagt nicht aufgrund der Falschheit eurer Zungen, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt, so dass ihr eine Lüge erdichtet gegen Allah. Die eine Lüge gegen Allah erdichten, sie haben keinen Erfolg. متاع قليل ولهم عذاب أليم. Es ist ein kurzer Genuss, dann aber wird ihnen schmerzliche Strafe. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Und auch denen, die Juden sind, haben wir zuvor schon all das verboten, was wir dir mitteilten. Und nicht wir taten ihnen Unrecht, sondern sie taten sich selbst Unrecht. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Alsdann wird dein Herr zu denen, die in Unwissenheit Böses tun und danach bereuen und sich bessern, wahrlich dein Herr wird Herr nach Allverzeihen, barmherzig sein. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. Abraham war in der Tat ein Vorbild an Tugend, gehorsam gegen Allah. Aufrecht und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Dankbar für seine Wohltaten. Er erwählte ihn und leitete ihn auf den geraden Weg. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Wir gewährten ihm Gutes in dieser Welt und im Jenseits wird er sicherlich unter den Rechtschaffenen sein. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Und wir haben dir offenbart, folge dem Weg Abrahams, des Aufrechten. Er gehörte nicht zu den Götzendienern. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Die Strafe für die Entweihung des Sabbats war nur denen auferlegt, die darüber uneins waren, und dein Herr wird gewisslich zwischen ihnen richten am Tage der Auferstehung über das, worüber sie uneins waren. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Rufe auf zu dem Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen auf die beste Art. Wahrlich, dein Herr weiß am besten, wer von seinem Weg abgeirrt ist. Und er kennt am besten jene, die recht geleitet sind. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Und wenn ihr die Unterdrücker zu strafen wünscht, dann bestraft sie in dem Maße, wie euch Unrecht zugefügt wurde. Wollt ihr aber Geduld zeigen, dann ist das wahrlich das Beste für die Geduldigen. Harre aus in Geduld, deine Geduld aber kommt nur von Allah, und betrübe dich nicht über sie, noch beunruhige dich wegen ihrer Anschläge. Inna Allah ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Wahrlich, Allah ist mit denen, die rechtschaffen sind und die Gutes tun.